Ja, kein Weg für die Kinderlein. Schade. Dabei müssen sie ja schon die Last des demografischen Wandels tragen. Wir werden ja immer älter, also jeder von uns persönlich quasi ständig. Aber auch als Gesellschaft altern wir. Die Pflege wird unbezahlbar, die Gesundheitskosten, die Renten. Interessant in diesem Zusammenhang war allerdings die Horrormeldung der Woche. 100.000 sterben jedes Jahr an Suff und Zigaretten. Schlimm. Auf der anderen Seite sind wir doch so schlimm überaltet. Dann wäre es aber nicht so schlimm, wenn wir alle... Man fragt sich, wie wir das überhaupt geschafft haben. Was? Eine überalterte Gesellschaft zu werden. Bitte, Sie sind so farblos. Mhm. Ich komme aus der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Da hat in solchen Sendungen wie dieser jeder geraucht, ständig. Und wenn man was zu reden hatte, dann wurde auch getrunken. Weil jeder immer geraucht und getrunken hat. Stimmt, in meiner Kindheit jeder immer. Vati, Mutti, vermutlich vor, während und nach der Schwangerschaft und während der Zeugung. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall danach, das war so üblich. Habe ich von gehört, ja. Und hat's dir geschadet? Wahrscheinlich schon. Ja, aber du bist doch da. Das stimmt. Und die Spielplätze, auf denen du gespielt hast? Da hat auch jeder geraucht. Ja, und die waren aus Dioxin und Giftplastik und überall scharfe Kanten. Und im Sand Katzenscheiße. Giftige Katzenscheiße. Und die Katzen haben auch geraucht. Jeder hat. Ja. Und gesoffen, im Fernsehen und davor. Und das ist doch seltsam. Was jetzt? Dass wir noch da sind. Ja, stimmt. Eigentlich müsste ich vom Passivrauchen und vom Aktivsaufen. Ja, auch. Ja, und die doch auch alle. Ja, aber die sind auch noch da. Obwohl sie nicht immer nur Biosalat, sondern Schokolade gegessen haben. Und obwohl alle um sie herum immer geraucht haben. Und obwohl sie kein Yoga, kein Zumba und kein Pilates gemacht haben. Vielleicht nicht mal Sport. Nicht mal Sport. Ja, aber gesoffen und geraucht. Warum sind wir nicht tot? Genau. Warum sind wir nicht tot? Warum sind wir eine überaltete Gesellschaft, wenn wir doch bis vor kurzem alle ganz schlimm ungesund gelebt haben? Ja, okay, zwei Möglichkeiten. Erstens, alle, die die 60er und die 70er und die 80er und die 90er erlebt haben, sind schon tot, haben es aber nicht bemerkt. Oder Rauchen, Saufen und kein Sport und ungesundes Essen sind schlimm, aber nicht so schlimm. Tatsächlich hat man untersucht, wer die Gesellschaft mehr kostet. Der übergewichtige Raucher oder der magere Marathon-Müsli-Mann. Und? Nun, der fette Raucher stirbt statistisch am Herzinfarkt billig und schnell. Oder an Krebs, ist etwas teurer. Nur, der Marathon-Müsli-Riegel stirbt auch an Krebs, aber es zieht sich, weil er so gesund ist. Folge, gesund ist teurer als tot. Ah, da hätte man selber drauf kommen können. Was also sollen diese Gesundheitskampagnen, in denen man den Menschen das sagt, was sie schon wissen, nämlich dass Rauchen und Saufen schädlich ist? Das soll dazu führen, dass weniger gesoffen und geraucht wird? Nein. Dann fehlen die Steuereinnahmen. Man will, dass man weiter säuft und raucht, aber man soll sich schlecht dabei fühlen. Warum? Das ist das unausgesprochene Gesetz des Kapitalismus. Nur wer sich selber hasst, geht regelmäßig shoppen, um sich besser zu fühlen. Glückliche Menschen kaufen weniger. Zum Beispiel Sportbekleidung, Stöcke zum Walken oder Lebensmittel, Lebenshilfebücher. Das kaufen glückliche Menschen nicht. Dazu muss man sich verachten. Und dann kann man auch die Steuern erhöhen, weil das nehmen alle hin, weil sie sich schuldig fühlen. Besonders die Steuern auf Tabak und Alkohol. Es leuchtet ein. Aber es gibt einen Lichtblick. Wenn Alkohol und Kippen erst so teuer sind, dass sie sich wirklich nur noch die Reichen leisten können, dann werden sie wieder Statussymbole, dann kommen sie auch wieder ins Fernsehen. Tolle Zukunft, ich bin begeistert. Prost. Gut, danke, das wäre dann auch geklärt.